ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute ein lustiges Spiel, das heißt Falsch gedacht. Deine richtige Antwort könnte falsch sein. Das ist ein Spiel für Kinder ab 10 Jahren, geeignet für 3 bis 10 Spieler, also kann man auch mit einer riesengroßen Gruppe spielen. Und es dauert ungefähr 20 Minuten. Falsch gedacht? Beantworte die Frage als erster korrekt. Achte auf die aufgedeckte Karte. Vielleicht musst du falsch antworten oder richtig. Ah, okay. Da wird also angezeigt, ob man eine richtige oder eine falsche Antwort geben muss. Da muss man eben schnell reagieren und dann entweder genau das Richtige sagen oder sich eine andere Antwort ausdenken. Ich werde das mal auspacken und wir schauen uns die Karten mal genau an. Das Spiel ist übrigens vom Heidelberger Spielverlag. Ah, ich sehe gerade, das ist auch von Scorpion Mask. Das ist, glaube ich, eine Kooperation oder so von den beiden. Dann versuche ich mal, die Schachtel hier zu öffnen. Geile Idee. Mach alle heiß auf geilen Scheiß. Ah, das ist auch noch ein anderes Spiel. Werbung an der Seite für andere Spiele. Und hier, das sind die Karten. Falsch gedacht. Ich hoffe, es ist auch noch eine Anleitung dabei. Und ich hoffe, ich schaffe es auch, die Karten zu öffnen. Die Karten sehen auf jeden Fall schon mal sehr komisch aus. Da ist nämlich so ein, ich würde sagen, vielleicht ist das so ein Professor oder so. Der hat so einen Kittel an und eine Krawatte und einen Polunder. Oh, das könnte auch, der hat ein, nee, 0 plus 0 auf der Stirn stehen. Hat so eine komische Mütze. Die sehen ja komisch aus. Dann sehe ich hier eine Karte mit falsch. Nochmal so ein Professor. Ich glaube, das ist der gleiche, wie wir zuerst hatten. Dann grün, richtig, Professor, rot, rot. Und auf der Rückseite überall, ach, das sind erstmal Anleitungskarten. Einige Karten für die Anleitung. Und dann gibt es hier die erste Fragekarte. Ich sehe nämlich auch hier unten, das Ganze ist so ein bisschen durchnummeriert. Okay, wir schauen erstmal die Fragen hier. Welche Farbe haben die Schlümpfe? Ach, weiß ich natürlich, blau. Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands? Berlin. Welche Figur aus Tim und Struppi gehört zu Struppi? Hä? Komische Frage. Tim natürlich. Wer Haare schneidet, ist von Beruf Friseur. Wie lautet der erste Konsonant des Alphabets? A ist kein Konsonant, sondern Vokal, also ist es das B. Nenne ein Team der ersten Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund, Schalke, Bayern. Okay. Ich glaube, ich muss mir erstmal die Anleitung hier durchlesen. Und dann schauen wir weiter. So, ihr Lieben, jetzt weiß ich wirklich, wie das Spiel funktioniert. Ich habe mir alles ganz genau durchgelesen. Das ist ein total verrücktes Spiel. Ich hatte ja eben noch so ein bisschen überlegt, wer das hier sein könnte. Das ist ein ganz schlauer Professor. Und das hier ist ein Dummkopf. Ich dachte erst, es wäre ein Mathelehrer oder so, weil der hier oben so eine Rechenaufgabe drauf hat. Aber der ist so doof, der weiß noch nicht mal, was 0 plus 0 ist. Ja, die beiden Karten gibt es. Dann, habe ich ja gerade schon gezeigt, gibt es so ein rotes Viereck und ein grünes Dreieck. Ach Quatsch, Dreieck, Kreis. Und es gibt richtig und es gibt falsch. Und ihr seht schon, ich habe die so ein bisschen geordnet. Diese drei Karten gehören zusammen, die bedeuten alle das Gleiche. Da muss man nämlich immer eine falsche Antwort geben. Wenn jetzt hier also die Frage ist, welche Farbe haben die Schlümpfe? Welche Farbe haben die Schlümpfe? Dann darf man nicht blau antworten, sondern muss, wenn eine von diesen Karten angezeigt wird, zum Beispiel rot oder gelb antworten. Dann gibt es noch die Karten und da muss man die richtige Antwort geben. Das Ganze funktioniert so, dass es einen Spielmaster gibt, einen Spielleiter. Der hält immer die Karten, allerdings so verdeckt, dass man nicht sehen kann, was auf der Rückseite ist. Und liest dann eine, also nimmt eine Karte, liest die vor. Ach nee, Moment, wie, genau, liest diese Karte so vor und muss dann danach anschließend zeigen, was hier hinten unten drunter ist. Und hier wäre zum Beispiel der Dummkopf und auf diese Frage müssten wir dann jetzt eine falsche Antwort geben. Und dann gibt es noch absurde Fragen, die sind hier immer so blau markiert. Welche Farbe haben die Buchstaben des Alphabets zum Beispiel? Das ist so eine absurde Frage, da gibt es keine Antwort drauf. Und da soll man dann falsch gedacht rufen, dann bekommt man auch einen Punkt. Also immer wenn man richtig geantwortet hat, also entweder die richtige Antwort oder die falsche Antwort gegeben hat hier, dann bekommt man einen Punkt. Das zeigt sich in dem
indem man die Karte eben bekommt, die sammelt man dann. Und wenn man hier, welche Farbe haben die Buchstaben des Alphabets, wenn man da falsch gedacht ruft, dann bekommt man auch die Karte als Punkt. Und das Spiel geht eigentlich so lange weiter, bis jeder mal der Spielmaster war. Der Spielmaster muss immer 5 Fragen stellen und dann eben die Antworten darauf abwarten und die Karten dann jeweils weitergeben. Ich finde es ziemlich absurd, dieses Spiel. Ziemlich kompliziert auch. Man muss die Karten vorher natürlich gut mischen. Und wir probieren das Ganze jetzt nochmal aus. Nochmal mischen. So. Alleine kann man es natürlich nicht so gut spielen. Eigentlich muss man schon mindestens zu zweit oder zu dritt sein. Aber wir würden jetzt einfach mal hier so die Karten haben. Dann darf ich jetzt nicht sehen, was hier drunter ist bei der nächsten Karte. Und würde jetzt hier eine Frage stellen und ich schaue wirklich nur hier oben und nicht auf die Antwort. Und zwar ein Hufschmied, ich halte die Antwort einfach zu. Ein Hufschmied schlägt die Eisen mit welchem Werkzeug? Ach ja, das habe ich eben noch nicht gesagt. Man muss immer in der Kategorie bleiben. Ich darf jetzt nicht einfach, wenn ich eine falsche Antwort gebe, Hund, Pferd oder Katze sagen, sondern ich muss in der Kategorie Werkzeug bleiben. Ein Hufschmied schlägt die Eisen mit welchem Werkzeug? So, die Frage wird vorgelesen. Jetzt wird gezeigt, oh, falsch. Also gebe ich jetzt einfach schnell eine falsche Antwort. Ein Hufschmied schlägt die Eisen mit welchem Werkzeug? Mit einem Schraubenzieher. Die Antwort wäre Hammer gewesen. Ich sollte eine falsche Antwort geben. Also habe ich es richtig gemacht. Dann bekomme ich dafür diese Karte hier. Nimm wieder die nächste. Halt das hier zu, damit man nicht sehen kann, was dran ist. Dann hier wieder zuhalten. So, wie viele Zehen hast du, die größer sind als deine beiden kleinen Zehen? Okay, ich muss wieder eine falsche Antwort geben. Ich habe 10 Zehen, die größer sind als meine kleinen Zehen. Nein, in echt sind es 8. Da werden anscheinend die großen Zehen ganz normal mitgezählt. Ja, großer Zeh, dann der erste, der zweite, der dritte und der ganz kleine. Und die sind alle größer, also als die beiden kleinen. Ich habe 10 gesagt, ich sollte eine falsche Antwort geben, also würde ich wieder eine Karte bekommen. Und so geht es immer weiter. Kann man auf jeden Fall gut in einer großen Gruppe spielen. Super komisches, absurdes Spiel, aber ich glaube, man kann echt Spaß dabei haben. Und das ist auch wieder so ein Spiel, wo man echt verwirrt sein kann. Und vielleicht aus Versehen dann doch wieder eine richtige Antwort gibt oder eine falsche. Ich finde es spannend, ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Vielleicht mit Nina und Kahn. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel so gefällt, ob ihr das auch ein bisschen kompliziert findet, so wie ich. Wenn euch die Vorstellung von dem Spiel gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut natürlich auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal, klickt auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!